Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu How to Survive. Ich muss ins Dorf und mir dort was holen, Benzin. Das Problem ist, es ist jetzt dunkel und jetzt kommen die Zombies erstens in Masse. Und es gibt jetzt spezielle Super-Zombies. Ja, im Dunkeln sind die ein bisschen aggressiver. So, was ist denn das für ein Buch? Kovacs Rules. Chapter 4. Survival by Night. Beware. Another kind of monster appears at night. There are many of these, and they are aggressive. But they hate the light. You can easily keep them at bay with a torch. Or a flashlight. When you sense night coming on, check for your flashlight. You won't want to be caught without it in the dark. So schön. Ach, ich liebe das. Der Kovac einem was erklärt. Das ist immer wunderbar. So. Ja, da ist Sophie. Nächster. Und das kriegt jetzt mal auf die Kusche. Hier, da hinten ist noch so eins. So, ich arbeite mich hier mal durch. Ach, hier war gar nichts drin. Was ist das fies? Manchmal ist das Ding auch leer. So. Arbeiten wir uns hier durch. So. Blöder Zombie, kriegt auf die Kusche. Was ist los? Was ist los? Ja, was ist los? Geh weg. Oh, jetzt werden es gerade viele. Das ist gerade ein bisschen eklig, wenn zwei von den Viechern kommen und man nur Nahkampfwaffen hat. Oh. Ihr hattet Lumpen dabei, das ist sehr schön. Da kann ich mir, glaube, erste Hilfe draus basteln. Geh weg. So. Ja, da hocken zwei von den Ekelviechern. Du kriegst auf die Kusche. Und du auch. Lass das. So, ich muss eigentlich nichts trinken. Noch ist es nicht so weit. Aber ich tue es einfach mal, weil ich es kann. So, da ist ein Zombie. Und da war ein Zombie. Volle Kanne abgehackt. Ja, ich kann auch mit der Axt richtig ausholen. Dann geht das ein bisschen schneller. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Genau. Wegen euch. Und ich hab's gerade gehört. Da ist ein Hirsch. Ein Hirsch ist da. Ein Hirsch bringt Fleisch. Wenn er denn lebt. So. Zack, weg waren sie. Die Ekelhaften. Ja, später geht das alles leichter. Da hat man dann Schusswaffen. Da ist der Hirsch. Das kann ich nicht kaputt machen mit der normalen Axt. Aber ich kann hier ein Feuer anfachen, ne? Sehr schön. Na, wie ist es jetzt? Kommst du näher? Nee, kommst du nicht. Siehst du? Feuer mögen die nicht. So. Ah, wieder was gelernt. Neues kleines Tränkchen. So, gucken mal. Hier. Man kann auch später nehmen. Ich wollte gerade sagen, ich habe da schon eine. Man kann auch später auf die Inseln zurück, wenn man dann spezielle Gegenstände hat und Fähigkeiten. Also es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich auf dieser Insel bin. So. Zack. Da kann ich mir wieder was zusammenbauen. Da ist der Hirsch. Den kriege ich so aber nicht. Den nehme ich auch mal an mich. Ekelhafter Zombie. Da war ein ekelhafter Zombie. So. Und ausgeholt. Und ausgeholt. Zack. Ja, mit der Axt. Zombies, keine Schnitte. Keine Schnitte.
Ist aber immer noch ein bisschen laut, habe ich das Gefühl, ha? Was ist denn los? Was ist denn los? Warum hast du denn ab? Ha? Du verjagst den Hirsch? Ekelhaftes Vieh. Hier könnte ich mir eine Abkürzung machen. Was ist denn los? Wolltest du mich von hinten angreifen? Aber nix da. Zack. Ja, auf normal geht das alles. Ich habe das auch schon mal auf härteren Spielmodi damals durchgespielt. Da hattest du teilweise deine Probleme. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Hier sieht man die Dinger, die nicht geöffnet werden können als rote Balken. Und ich bin falsch gelaufen. Ich muss da hoch. Das Problem ist, an ein paar Dinge von damals kann ich mich noch erinnern. Und ich weiß, dass da oben etwas ist, was ich vielleicht nicht bei Nacht sehen möchte. So. Richtiger Weg. Ekelhaftes Vieh, geh weg. So, tot ist es. So, da knuspert sich wieder eine was. Weg war sie. So. Zack. Zack. Ja, hier sind ganz schön viele gestorben, ne? Wutsch. Holen wir sie uns alle einzeln. In Masse sind die doch ein bisschen gefährlich. So, jetzt habe ich hier gelernt, wie ich klassische Pfeile mache, ne? Also der Bogen nicht mehr lange. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Kann ich zusammenfügen? Jetzt habe ich hier Pfeile, aber ich bräuchte rein theoretisch zusammenfügen. Ja, jetzt habe ich das hier. Nee, ich bräuchte was anderes. Zusammenfügen kann ich erstmal hier ein bisschen bessere Bandagen machen. Ist, ich brauche, glaube ich, einen harten Stock oder so. So hieß es, glaube ich, ein harter Stock. Ein großer Stock. Was ist los? Suchst du Ärger? Kannst du haben. Hier, Ärger. Wenn du die mit dem Licht anstrahlst, haben die keine Schnitte mehr. So, da kommt ein Zombie. Weg mit dir, Ekelhafter. Das zünde ich mal an. Da könnt ihr mich wenigstens nicht mehr von hinten erwischen. Also die Crawler können mich nicht mehr von hinten erwischen. Weil wo Licht ist, haben die kein Existenzrecht. So, da ist eine Rolle. Kovacs Rules. Chapter 5. Bows and Arrows. The bow is the simplest distance weapon you can create. And the quietest. Select a flexible branch, then combine it with a reel of twine. For arrows, combine a wooden stick with your machete. Making arrows is easy, but getting them back is even easier. So always collect them after a fight, no matter where they are stuck. Ich liebe seine Erklärung einfach. Die sind so der Hammer. So, jetzt habe ich endlich diesen guten Stock. So, jetzt zusammenfügen. Hab ich einen Bogen. Na, und jetzt kann ich hier auch noch... Zack. So, jetzt habe ich erstmal ein paar Pfeile. Oh, nicht so viele Pfeile. Aber jetzt habe ich erstmal ein paar. So. Wo geht's denn hier lang? Ist hier was? Normalerweise, wenn ich mir irgendwo einen Weg freischlage, kriege ich dafür was geschenkt. Nein, nix. Sehr traurig. Hier war nix. Hier war nix. So, aber zumindest ist jetzt wieder Tag. Das ist schon mal was. Jetzt muss ich mir nicht mehr Sorgen machen über um diese ekelhaften Crawler-Viecher. So.
Hier halt. Lumpen nehmen wir mit. So. Weg erstmal frei arbeiten. War ich ja schon. Hier ist. Oh, hier, siehst du, jetzt könnte ich den Hirsch eigentlich erlegen. Hä? Wieso? Jetzt, wollte ich schon sagen. Gut, jetzt habe ich einen Bogen. Mit einem Bogen, da kann man fiese Viecher erschießen. Und auch Hirsche. So, was ist denn hier noch? Ja, danke für die Info. Vielen Dank. So, öffnen. Ja, man muss einen Moment warten. Dann trifft man die besser. Aber wenn der schon so nah dran ist, dann ist das immer ein bisschen blöd. Zack. So. Da kommt noch einer. So. Kommt mal alle her. Oh, ups, verfehlt. Das passiert auch mal. So, jetzt erstmal wieder Pfeile aufsammeln. So, sehr schön. Brauche ja nicht alle Pfeile wieder, aber zumindest ein Großteil wäre schick. Ja, wenn ich mich mal verschieße und ein Pfeil weg ist, das ist nicht so schlimm. Achso, ich hätte die auch zumachen können. Stimmt. Stimmt. Dann hätten die sich alle draußen gesammelt. So. Gut. Hätten wir das? Füllen. Zack, 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 zack. Wo ist der Gegenstand? Ja, wie fülle ich den denn jetzt hier? Auswählen. Habe ich den jetzt gefüllt? Ich hoffe, dass er jetzt gefüllt ist. Bin mir gerade gar nicht so sicher. So, jetzt könnte ich ja eigentlich mal den Hirsch erlegen. Aber eigentlich habe ich nur normale Pfeile. Zack, erwischt. Ja. Später mit Schusswaffen geht das alles viel leichter, aber mit einem Bogen den Hirsch erlegen, der braucht unheimlich viele Pfeile, aber er blutet schon, das ist sehr gut. Da weiß ich, wo er hin ist. So. So, hört doch mal auf, mich zu nerven, ja, ganz ehrlich. Ich versuche hier gerade einen Hirsch zu erlegen, der sich dort festgesetzt hat. So, gut. Habe ich nämlich ein paar Zusatzgegenstände, die ganz nützlich werden könnten. Habe ich jetzt den anderen Hirsch eigentlich verwundet? Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Nee, halt. So, verwundet ist er auf jeden Fall. Ich weiß schon mal, wo er hingeht. Ja, lass das. Ich hab gesagt, lass das. Lass mich. Oh, hier ist noch was zum Aufsammeln. Ups, Entschuldigung. Tjo, wo ist der Hirsch hin? Wo ist der Hirsch hin? Hier ist er lang. Da ist die Bluttröpfchen-Spürchen. Spürchen, alles verniedlichen, dann klingt es nicht so blöd. Wie weit ist denn der gelaufen? Zack, erwischt. Es tut mir leid, aber ich brauche dein Zeug. Nee, halt. Quatsch. Lass das mal.
zusammenfügen. Und jetzt habe ich doch rein theoretisch ein Lederband, ne? Zusammenfügen. Ausrüsten. Und jetzt habe ich einen super Hirschkopf. Schutz hoch. Wütender Hirschhelm. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Gut. Wunderfeini. Erlegt. Und hier trinkt man was. Ja, mit Level Up kriege ich auch Gesundheit wieder. Na, ihr habt es gerade bestimmt bemerkt. Erwischt. Oh, der hockt. Der betet. Erwischt. So. Nein. Nein. Er greift mich an. So. Nein. Und nein. Ja, man muss eigentlich nicht den Bogen nehmen. Man könnte es auch mit der Axt machen. Ja, wenn der es nicht genau zielt, dann könnt ihr glatt überleben. Oder wenn da ein Hindernis im Weg ist. Aber sobald das Fadenkreuz da ist, ist es eigentlich ein Kopfschuss. Vor allem die knabbern da rum und da unten hockt der Typ. Und das stört die überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht. So. Ah, warte mal. Erwischt. Genau. Habe ich mir nicht noch eine Feder geholt? Da kann man sich nämlich, glaube ich, bessere Pfeile machen. So war das, wenn ich mich nicht irre. Warte mal, können wir gleich mal testen. Federn, Federn, Federn. Wo ist das? Wo sind die Federn? Da sind die Federn. Zusammenfügen. Zusammenfügen. Da habe ich nämlich dann bessere Pfeile. Und dann kann ich die hier fallen lassen. Und jetzt habe ich einfach was Besseres. So, Punkt. Sprechen. Ah, well done. I have to say, I didn't even think you survived. Happy you proved me wrong, Domino. This can of gas should be enough to get us out of here. Shit. Look, it may be another survivor. Go see who it is. I'll prep the boat to take us to the air tanker. Don't worry. I'll be ready by the time you get back. Gut, aber ich würde vorher gerne noch neues Skill. Verlangsamt Nahrungspegel? Nein, zeigt auf der Karte Position. Ja, könnte man machen. Ist es schneller zielen, um den Gegner einen Kopfschuss zu verpassen. Das will ich haben. So. Zack, erwischt. Ja, jetzt hocken hier oben Zombies. Aber ich bin ja gut ausgerüstet. So, zack, 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 zack. Und erwischt. So, wo muss ich denn hin? Da oben. Mist, ich hätte die... Ja, erwischt. Nur so ein paar. Gut, da ist er, Kovac. Hi. Oh, so you are alive. After all that commotion in the village, I expected to see you dead. But you're alive. Good. Trying to break into one of my huts was not a good idea. I think you realize this now. So, how did you end up in this living hell? Can you remember? No problem. It's the same for me. All a haze. I'm Kovac. Nice to meet you. Don't be alarmed by the get-up. Just a kind of protection, you know? I've been on these islands for several weeks. I know a little about survival. So I built a simple shelter on a neighboring island. You look a little unprepared, but don't worry.
Jump in my boat. I will teach you some basic rules of survival. You'll be dead for sure without them. No offense. Gut, ich kann jetzt also bei ihm mit rein. Oder bei dem anderen. Aber ich werde erstmal Kovac folgen. So. Jo. Jetzt kommen wir auf die andere Insel. Und das ist abgeschmiert. Gut, jetzt bin ich auf seiner Insel. Jetzt ist mir doch tatsächlich das Spiel mittendrin abgeschmiert. Ich hoffe, das geht jetzt hier alles glanzvoll weiter. Ansonsten habe ich ein Problem. Welcome to Kovac Land. If I knew I had company, I would have cleaned up a little. As I said, it's basic. But it's been enough to help me survive so far. Anyway, let's get started. You've got a lot to learn and not a lot of time, so pay attention. Hi. Gut. So, mach das hier erstmal kaputt. So, Molotow-Cocktail, gut zu wissen. Muss ja immer erst alles lernen, was man später anwenden möchte. Hier gibt's noch Steine. Gut. Ich gucke erstmal hier unten. Ob hier noch irgendwas rumliegt, was ich gebrauchen könnte. Taschenlampe habe ich schon. Hier ist noch eine Pflanze. Da oben ist ein Helmzombie. Die ist ein bisschen schwieriger zu töten. So. Der ist da drüben. Jetzt gucke ich erstmal hier, ob hier irgendwas Schönes ist. Ja, die habe ich schon, die Machete. Die brauche ich nicht. Holzstäbchen nehmen wir mal mit. Hey, Survivor! No time to take a stroll! Ah, der lässt mich nicht so frei entscheiden. Aber okay, okay. Ich guck mal noch hier oben. Hey, Survivor! No time to take a stroll! Er will, dass ich ihm folge. Ich kann es nicht abwenden. Schade, schade. Gut, sprech mal mit ihm. You think these mutant zombies are your worst enemies? Nope. You are your own worst enemy. Look at you. Skin all shriveled, muscles weak, hands shaking. This isn't the zombie's fault. It's your fault. When was the last time you ate? I know. Now you think about it, it's obvious. You have to eat. That's the topic of the sixth chapter of my book. In time, you will thank me for this advice. But first, you've got to get some food. I'm not going to just give it to you, though. You've got to fend for yourself. You can find plenty of food around here, once you know how to spot it. For instance, see those woods? There are plenty of roots to eat in there. Try, go towards the headland. Find two or three roots to eat. You will feel better right away. If you need more information, just refer to my book. Each chapter gives you critical information, which will help keep you alive. Be vigilant. Infected soldiers may be in this area. Understand? They are hungry too. So, kill them before they kill you. Gut. Muss ich also was zu essen finden. So, und jetzt fängt's an. Na, das ist das Erste, was wir essen. Wir sind nur bei 24%. Hier hau ich mal auf. Ist aber nichts drin, schade. Oh, Buddy! I'm here! Ja, was gibt's denn? Still hungry? Find more roots! I want you back in good shape! Trust me! More than ever, you need to be in good health. Gut, dann schaue ich hier oben. So, der erste ist immer von Helm, der zweite ist dann für den Kopfschuss. So, beide erlegt. Da ist die Wurzel. Die ist auch hin.
Muss ich mal gucken, gab es hier oben was? Nein, hier gab es nichts. Schade. So. Ich könnte eigentlich auch das Fleisch verarbeiten, aber naja, wir holen jetzt erstmal die Wurzeln. So, was haben wir hier noch? Kovacs Rules. Chapter 6. Eating. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating and sleeping. This chapter is about eating. Lack of food means no energy, and no energy means you won't have the strength to fight zombies. In this environment, you can find many roots to eat. You can also fish and you can hunt for meat. Never ever eat uncooked meat. It will kill you. Uncooked meat here is full of many deadly parasites. Always cook meat before eating. Finally, remember that fresh meat is a magnet for predators around here. Fresh meat will attract zombies. You have been warned. Stimmt, man konnte ja auch Köder zusammenwursteln. Ne, komm hier, hau das auf. So, was haben wir hier? Ja, hier kann ich mir einen speziellen Helm herstellen. Also man kann verschiedenste Kleidungsstücke herstellen, ja. Man kann die auch zerlegen, wenn ich mich nicht irre. Konnte man die... Nee, warte mal. Zusammenfügen. Mit Feuersteinschutz, ja. Wer es braucht, zusammenfügen. Lederband zusammenfügen. Ja, ich könnte mir jetzt noch so einen Hirschkopf bauen, aber nein, das machen wir nicht. Zusammenfügen. Zusammenfügen. Ach, geht gar nicht. Ich habe ja gar keinen Inventarplatz mehr. Schade. Aber ich könnte was essen. So. Und zack, schon habe ich das Ziel erreicht. Oh, da ist noch so eine Pflanze. Wonderful. So, hätten wir das mit dem Essen geklärt. Hallo, ich wollte mit dir reden. Feeling better? Good. You must remember to eat. Food is strength. And strength is survival. Follow me. You still have more to learn. A lot more. If you don't mind me saying so. Gut. Ich habe es auch geschafft. Jetzt haut der Typ hier einfach ab. Aber ich denke, für diese Folge soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao.